Welche Farbe nehmen wir denn? Das ist meiner, toll. Echt? Steht da dabei, dass man den nimmt? Ja, das steht dabei. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Paar von Super Smash Bros. Ultimate auf der Switch. Und wieder mal mit dem guten Aaron. Ja, oh, das ist ein Bus da oben. Da geht Bus fahren. Ja. Ja, da brauchen wir erstmal eine andere Karte. Gut. Der wahrscheinlich in der Truhe da unten ist, oder? Das kann gut sein. Aber den Kampf hätte ich nicht schaffen gegen 5 Gegner, oder? Probier's aus. Ja, komm, du hast auf jeden Fall schon mal das richtige Item. Das ist ja schon mal was. Besiege den Hauptgegner, um zu gewinnen. Oh. Ah, okay. Das ist doch schon mal ganz gut. Der Gegner erhält im Kampf Verstärkung. Mhm. Okay. Ja gut, das ist ja schon mal besser als davor. Also. Los, Captain Falcon. Punch! Okay. 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 Ist der früher nicht über das ganze Ding geflogen? Da bilde ich mir das nur ein. Schmeißt du den nur ein? Weißt du, wie ist er drüber geflogen? Ja, du musst runter B, das ist der Falcon Kick. Das kann man schon. Nee, ja, nee, ich glaube, ich sage jetzt nichts Falsches. Was denn? Hm. Hier ist ein bisschen eng. Ja, muss ich bei Luigi beschweren, das ist seine Villa. Toll, Luigi. Weil du halt mehr Geld hast wie Mario. Aber hey, du hast ihn besiegt. Immerhin. Wir haben Karte. Macht immun gegen Einschlafen durch Schlafböden oder Angriffe. Hätten wir vorhin brauchen können, in einem anderen Party. Ich find's. Und Snake Man ist inzwischen schon Level 80, gar nicht mal so schlecht. Auf 1 fand ich ihn besser. Da hat er mehr Charme gehabt. Mhm. Der wird mir jetzt zu angeballt langsam. So, mal gucken, was in der Truhe drin ist. Wahrscheinlich nur Geld. Ja. Oh, immerhin. Normaler Snack. Ach stimmt, wir können auch mal die Snacks wieder vergeben, weil dann können wir unsere Geister auch ein bisschen aufpushen. Ja. Können wir dann im Menü dann machen beim nächsten Ding. Ja. Vielleicht kannst du unten links sehen, wo Gleisen fahren. Vielleicht ist es auch ein Donkey Kong Level. Das können wir machen. Ja. Die machen aber viel. Das stimmt. Hier lang, in diese Mine, wenn es geht. Ups. Gut. Oder rechts. Suchst ja aus. Oh geil, Rayman. Cool. Dann machen wir das. 9000! Ja. Gut, für einen Profi wie mich sollte das kein Problem sein. Ja. Trinkerisch, physischer Angriff. Ja. Aber Rayman wäre auch cool als spielbarer Charakter. Wenn es schon so ein bisschen antreiben könnte, es ja eventuell als Charakter, obwohl das ja ein Geist. Ihn gibt es ja in Brawlhalla. Da sieht man, was die Leute ja von Rayman halten, wenn er in so einem anderen Beat'em-up dabei ist. Ist das eigentlich eine Arena von Rayman? Weißt du das? Du hast ja Rayman schon gespielt. Ja, aber keine Ahnung. Ich mag dieses Computervieh. Das ist irgendwie voll süß. Ne, du musst alles gehen lassen. Doch, geht aber. Hör auf Sonic, das macht man jetzt. Hm. Ich hab doch die Macht des Pinken Anzugs, ich verstehe nicht, warum ich verliere. Ja, aber war knapp. Setzt dir Spanken. Hm? Du sollst mich nicht immer so schlecht darstellen. Ich stell dich doch gar nicht schlecht dar. Das mache ich durch meine Leistung. Eben. Ich versuche dich besser darzustellen, aber es ist gar nicht mal so einfach. Das hättest du dir auch sparen können. Aber das pinke Teil kannst du eigentlich ignorieren, weil du musst nur Sonic. Ja, gehen. Das ist gar nicht so einfach, Sonic zu treffen. Der ist so eklig und springt die ganze Zeit weg. Danke. Das Gute ist, es kann nur besser werden. So. Ich kann nicht mal mehr dampfen, ohne dass ich gleich hier Sprung gebraucht werde. Vielleicht probierst du einen anderen Kampf, ich weiß nicht. Weil es. Ja. Keine Ahnung, wie du willst. Der ekige Bubble-Dingsbums. Hallo, lass diesen süßen Roboter in Ruhe.
Sag mal, der ist schlimmer als Sonic, das war ohne Spaß. Jetzt ist er tot und du. Ach, der kommt wieder. Cool. Den müssen wir irgendwann eh machen, weil wir da unten weiter wahrscheinlich müssen, aber. Das stimmt. Ja. Das überlasse ich dem Tier. Tschüss, Raymond. Rechts oder links? Was ist denn da? Ashley Mizuki Robbins. Was wäre auf der anderen Seite gewesen? Bei unserer Mine hier? Eine Truhe. Gut, die können wir leider nicht aufmachen. Können wir. Okay, da kann man nur hier. Okay. Oder das kann heißt... man da runter? Nö. Gut, dann wissen wir, wo es weitergeht. Ashley Mizuki Robbins. Ich wollte nochmal zu Ding laufen wie eben, aber okay. Ja, das sieht doch gut aus. Ja, nehmen wir mal was Blaues. Nehmen wir ihn da, der ist Level 11 und so einen guten Meister. Oh, Captain Falcon. Ist ja auch ein Kollege von Captain Falcon. Ich weiß ja nicht, in welchem Verhältnis die zueinander stehen, ob die sich mögen oder nicht. Und ich habe schon so Probleme, mich dann rauszusauen selber. Der ist da noch unsichtbar. Das gefällt mir nicht. Ja, aber. Das ist nur Melinda. Deswegen muss ich ihn davor raushauen. Tschüss, Melinda. Geht's zu Tinder? Nein! Oh Mann, ich hab. Tja, sie hat sich nur gedacht, weg da mit dem Dreck da. Die hat gar nichts damit zu tun gehabt, das war ich selbst, wo mich wieder umgebracht hast. Nimm mir nicht den ganzen Stolz, den ich habe. Immerhin kann ich immer einen Kill vorweisen, mich selbst. Das ist richtig. Das ist richtig. So. Da hast du es, Melinda. Gut gemacht, Captain Falcos. Sag mal. Als ob es so ein großes Netz geben würde. Danke. Natürlich. Warum starten da immer diese ekligen Raketen? Weil sie die macht. Ach, die kann sie auch woanders haben? Nicht, wo sie genau steht? Das weiß ich nicht. Immerhin habe ich die Wand durchgeschlagen, was mir nichts gemacht hat. Doch, du hast Luigi ihre Lebenskosten aufgedrückt. Immerhin, siehst du mal. Hä, habe ich sie nicht rausgehauen? Doch, da gibt es noch einen Bewohner. Ach, das ist der unsichtbare Gegner. Ah, daher kam die Rakete. Naja, gut zu wissen auf jeden Fall. Dann weiß ich jetzt, wohin die Raketen kommen. Geh weg. Du bist eklig, Bewohner. Nicht so eklig wie wir, aber... Nein! Oh. Okay. Ich find's gut, dass du dich immer beherrschen kannst. Kann ich doch, sonst hätte ich dich doch geschlagen. Machst du doch eh mal, wenn die Kamera aus ist. Das muss nicht jeder hier wissen. So. Machst du dich fertig? Wenigstens weiß ich, dass jetzt noch der eine dabei ist. Wo ich davor gar nicht gewusst habe, weil ich so intelligent bin. Ja, gut, man hat es ja auch nicht unten rechts sehen können, aber ich habe es auch nicht gesehen, von daher. Vor allem hätten wir uns ja auch vorher drüber wundern können, weil wir vorher noch gelesen haben, Gegner ist unsichtbar. Und Melinda war ja kein einziges Mal unsichtbar. Jetzt sehe ich es noch besser. Dieser Bewohner, das ist mein Erzrival hier. Ja, wo war der denn gerade? Bewohner, den will man jetzt sieht. Da. Ha, Falcon Kick. Was ist aber Falcon Kick? Nein, du kommst auf der anderen Seite hoch, habe ich gesagt. Sag mal. Sag mal. Du bist wieder auf der Seite hoch. Ich muss gestehen, das war ziemlich gut verliebt, weil ich jetzt gar nichts mehr machen kann. Hm. Läuft gar nicht mal so schlecht. Das hättest du dir schwach. Was du so kaputt. Danke. Mach's weg!
Scheiße! Ja. Wie geht es mit diesen Rückwärtsrollen, wo du da immer machst mit dem Charakter? Ja, Schutzschild und dann nach links oder nach rechts. Gut zu wissen. Ja. Das habe ich mich ja schon vor ein paar Parts gefragt, aber ich vergesse jedes Mal zu fragen. Ja, aber wie gesagt, zu Arons Verteidigung, er ist quasi noch mehr oder weniger ein Smash-Neuling und muss die ganzen Feinheiten erst noch lernen. Deswegen, wenn ich mich über ihn lustig mache, ist es eh nur Spaß. So. Mhm. Dann, ja, ernst gemacht. Ist ein Charakter. Ich wollte nur was zu den Kisten oder so. Flatternder Picknapper. Hier. 1900, das sollte machbar sein. Sagt immer, sollte machbar sein, dann verliere ich. Sagt, es ist unmöglich. Sehe ich nämlich besser aus. 1900 ist quasi unmöglich. Genau. Vor allem mit Biorex, also das geht gar nicht. Wenn du den Kampf schaffst, dann bist du eine Legende. Also das. Ja. Na gut, das ist halt schon ziemlich heftig. Ich meine, hey, das sind ja wirklich 4 Stück. Ja. Aber gut, ich bin Captain Falcon, ich habe keine Probleme. Das stimmt. Hey, du bist noch ein kleiner Junge, da auf. Mit mir anzulegen. Okay. Den Roboter finde ich eklig, wo der einen hat. Den kann er gleich wegwerfen. Nein! Genau, bleib da hin. Da musst du auch versuchen, immer wenn du runterfällst, noch einen Doppelsprung frei zu machen. Ja, irgendwie kriege ich das nicht hin. Du machst immer erst die Rettungsaktion und ja, das reicht dann meistens halt nicht. Frag mich in ein paar Jahren, wenn ich Erfahrung habe. Okay. Dann bei dem nächsten Teil für die nächste Konsole. Falls überhaupt noch einer kommt, da bin ich sehr gespannt drauf. Sakurai sagt ja nach jedem Teil, das war der letzte. Aber das sagt er schon seit dem GameCube-Teil, von daher mal schauen. Ja, dieses eklige Item, gut, dass es weg ist. Boah, das war nicht schlecht. Kann der auch mich raushauen? Keine Ahnung, ich denke schon. Du hast diesen legendären Kampf geschafft. Ja, dann hätten wir da einfach mal nicht beim ersten Mal noch als Trottel gestorben bin. Nee, das war. Ich muss schon sagen, ich bin wirklich unglaublich gut. Ja, gut. Biridi. Ja. Was meinst du, sollen wir noch einen Kampf wagen? Ja, oder? Mach Biridi. Da oben ist eine Kiste, kommen wir da hin. Da aber auch. Ja, mach mal Biridi. Was hat die denn? Okay, vielleicht auch nicht. Du hast gesagt, ich soll Xernos machen, oder? Ja. Das ist auch nicht viel besser, aber zumindest nicht ganz so schlimm wie das davor. Du kannst ja mal probieren. So. Leichter Schaden für dich, dauerhaft. Cool. Gegen Lucario. Boah, ist der golden. Das ist eine gute Frage. Vielleicht hat er wie Freezer die goldene Form erreicht. Oh toll! Und wo ist mein Blue Kaioken? Wo ist mein Modus? Na gut, ich bin. Was? Tot. Das ist mir schon klar, ich habe mich nur gewundert, weil es so schnell ging. Weil du Dauerschaden kriegst. Du hattest schon über 60% nach der kurzen Zeit. Gut. Das ist geil.
muss ich mich also beeilen. Ja. Ey, das sind gleich überholt. Jetzt. Das ist echt mies. Aber? Oh nein! Das. Nein! Ich hab mich wieder aus den Sims umgebracht, Mann! Sag mal, ich war gerade so nah dran. Wenigstens hat er mich nicht besiegt. Hey, davor habe ich mich theoretisch umgebracht, weil die Zeit mich umgebracht hat. Also hast du zweimal eigentlich gewonnen. Ja. Stimmt. Das hätte sich schenken können. Ich meine, ist ja eben. Sag mal. Du bist doof, Captain Falcon. Oder bin ich? Das kann auch sein. Naja, ich habe dazu meine Meinung, aber. Dass du doof bist? Das musst du hier erledigen, auf jeden Fall. Dankeschön. Danke. Aber ich find's cool von dir, dass du dich wenigstens bei ihm bedankst. Also. Ja gut, wenn er mich schon verdrescht. Ist halt jetzt selbstverständlich, dass er so einen Jobber wie mich nicht ernst nimmt. Ich meine, guck dir den Kampf von vorhin an, der hat mich gar nicht ernst genommen. Das stimmt! Ridley hat gedacht, jemand wie dich. Oh! Yes? Ich hatte schon 160 mal gedacht, ich sterbe. Siehst du, ich hab gleich gesagt, alles auf dich. Nein. Ja. Und mit diesem Erfolg würde ich den Part beenden, bevor ich wieder verliere. Aber erst noch in die Schatzkiste gucken. Gut, das können wir noch machen. Und verlieren. Das hättest du dir jetzt wirklich sparen können. So. Gold, 5000. Nicht schlecht. Okay, liebe Leute, dann beenden wir den Part an der Stelle, weil man sollte ja aufhören, wenn es am schönsten ist oder wenn die größte Überraschung des Tages eintritt. Das hättest du dir sparen können. Wir hoffen, dass es euch Spaß gemacht hat und dass ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao.